Wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch nach Weihnachten. Also der erste Tag nach Weihnachten. Ja, der ganze Zauber hat schon wieder ein Ende. Ist immer irgendwie faszinierend, wie schnell dann Weihnachten doch da ist, also wie schnell die Zeit vergeht. Und ich finde es ein bisschen schade, dass die meisten Weihnachtsmärkte schon vor Weihnachten fertig sind, weil ich finde, so die Zeit zwischen den Jahren hätten die meisten ja auf jeden Fall nochmal entspannt Zeit, eventuell auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Aber die meisten, die ich jetzt geguckt hatte, sind zu, außer in Speyer. Der ist jetzt ein Neujahrsmarkt. Also der hat, glaube ich, noch bis sogar 6.1. geöffnet, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, heute, was steht heute an? Heute steht an, mal alles erledigen, was jetzt über die Feiertage liegen geblieben ist. Also was das Thema Haushalt natürlich angeht. Aber auch andere Dinge. Wir laufen zum Beispiel in großen Schritten auf unsere Neujahrschallenge zu. Das 7. Jahr in Folge starten wir gemeinsam mit über 50 Leuten in das neue Jahr mit unserer Körper-Leber-Darmreinigung und wer möchte dann auch noch mit Gewichtsmanagement. Und da gibt es natürlich auch einige Dinge vorzubereiten und ist natürlich immer super spannend. Ich freue mich auch schon megamäßig, weil nach dem Fressgelage von Weihnachten jetzt, und jetzt kommt auch noch Silvester, ist man, glaube ich, echt mal froh, man kann den, also der Körper ist vor allem froh, er kann mal entlasten und kann mal zur Ruhe kommen. Aber also dafür muss auf jeden Fall das neue Teilnehmervideo geschnitten werden, weil es sind noch einige Leute dazugekommen, die gerne ein Video drehen wollten. Das ist eine Aufgabe, ein To-Do vom Sommer heute. Dann habe ich eventuell heute auch meine Dezember-Reiki-Meisterstunde. Da freue ich mich natürlich auch schon drauf. Ja, und dann haben wir heute Abend noch ein super geiles Special geplant. Also wir gehen an dem Start wieder mit etwas Neuem. Könnt ihr wirklich gespannt sein. Und ja, dann schauen wir einfach mal, was der Tag so bringt. Wir nehmen euch natürlich mit. Und jetzt geht's erstmal rüber zum Jonte, weil wie gesagt, der Jonte zieht erst zum 1.1. aus. Heute hat der Jonte quasi schon mal ein Accessoire für Neujahr, Silvester, für den Harrison hingelegt. Und wenn er das anzieht, bekommt er sein Treat. Wow, Harrison, did you see? Jonte, he left for you a Silvester Accessoire. You can wear it for the big party. Wow. Yonder wants to see how it looks like, so he leave for you a treat, a turkey carrot treat. If you wear it, you will get it. Come here. Yes. Come here. Wow, Harrison, you look so beautiful. You don't like it? You have to wear it. Good morning in the morning. Jenny kommt gerade vom Gassi zurück. Ich trinke meinen Espresso. Heute muss ich auf die Post. Was ist noch geplant für heute? Was hast du schon reingeblabbert? Ich werde ignoriert. Ich fühle nicht, ich fühle mich. Naja. Werden wir wahrscheinlich gleich herausfinden, was noch geplant ist. Morning Walkies mit Harrison. Heute mal ein anderer Weg. Und du, Kaffruse. War schön, Gassi gehen. Hm? Baby. Gleich richtig Happa Happa machen. Ja, ich mach dir gleich richtig, genau. Baby. Ja, du feiner Kerle. Du feiner Kerle. Wow. Wow. So, die Nudeln sind aufgesetzt. Es gibt Spaghetti Aioli alla Jenny. Schön Knoblauch. Und da oben schön Spezial Schafskäse. Jawohl. Mittlerweile kenne ich schon auch die To-Dos. Hier alles fertig machen, ready machen. Einkaufen. Wir müssen einkaufen gehen auf jeden Fall. Auch vielleicht schon für Silvester. Das wird passen. Und ansonsten müssen wir mal wieder richtig reinklotzen. Hier quasi. Mh, schön, lecker, lecker, lecker. Mh. Ja, er ist guten. Ja, so, ich war gerade eben einkaufen und eine Kleinigkeit für heute Abend, beziehungsweise auch für morgen. Morgen kochen wir wieder für den Opa. Der ist wieder bei uns morgen Mittag. Da gibt's für ihn Schnitzel. Und da gucken wir noch, was wir noch dazu machen. Ansonsten geht's jetzt gleich wieder hoch. Also erstmal ausladen, den Einkauf, dann geht's hoch. Wieder schaffe, schaffe, schaffe. Und ja, nochmal, auch hier der Aufruf zur Challenge mit dem Mega-Angebot, welches ab heute gilt bis zum 2. Januar. Die X4 minus 50% zugreifen, mit uns durchstarten am 2. Januar in der Gruppe. Yoga, Fitness-Einheiten über Zoom, Mindset-Training und. Also so viel dazu, kurze Werbung und ja, jetzt geht's erstmal hoch. Der frisch auf der Liane reingeschwungen. Genau, richtig, richtig nice. Ich denke mal, heute wird er eingeweiht, ne? Genau. Wir haben es leider nicht vor Weihnachten geschafft, diese tollen Lebkuchenhäuser zu bauen. Also, was heißt diese? Ich habe hier eins von Dr. Oetker und ich habe hier eins von Happy Sprinkles.
Und ich packe jetzt mal die Kiste mit euch aus. Ich hatte es letztes Jahr schon, ist total hübsch. Hier gibt es noch Zuckerwatte, die dabei ist. Und Päckchen Puderzucker, das man braucht für den Guss. Dann ist dabei Streusel, ein süßer Lolli. Lebensmittelfarbe für Dachrose einzufärben. Große Kugel, Streusel und hier die Lebkuchenplatten und ein Spritzbeutel für den Puderzucker rein. So, das Einzige, was man jetzt hier machen muss, ist quasi, ja, hier steht auch alles mit drin in der Anleitung. Also das Einzige ist im Prinzip, man muss den Puderzucker anrühren. Muss man allerdings bei dem Dr. Oetker auch. Der Dommer wird das Dr. Oetker bauen und ich baue das hier. Ja, ich würde sagen, wir packen mal die Dr. Oetker Box aus. Also das hier kriegt man wirklich im Angebot. Ich glaube, ich habe das im Angebot gekauft für 6 oder 7 Euro. Ich weiß nicht, was es sonst kostet. Vielleicht kriegt man es auch günstiger. Und ich finde es eigentlich eine coole Beschäftigung für Kinder. Ne? Wir sind halt große Kinder. Wir wollen auch beschäftigt werden. Aber ich finde es halt überhaupt halt süß, so ein Lebkuchenhaus. Hier seht ihr, da sind so Brezeln dabei. Dann halt hier so Perlchen, Smarties, Gummibärchen und dann eben hier auch die Lebkuchenplatte. Also was jetzt hier fehlt im Prinzip ist auf jeden Fall der Puderzucker. Den muss man selber noch kaufen, aber gut, was kostet Puderzucker? Ich glaube unter 1 Euro. Außer die Inflation hat da jetzt richtig reingekickt. Ja, vielleicht ja, probiere ich es nächstes Jahr mal aus und dann kann ich euch sagen, ob das günstiger kommt. Das hier ist natürlich halt schön mit Rosa und so, ne? Für Mädchen natürlich toll. Das hier ist halt so ein gewöhnliches, aber ich meine, das tut's auch, ne? Also, ist auch okay. Und ich glaube, die gibt es auch manchmal mit SpongeBob und sowas. Naja, gut. Dann rühren wir mal die Puderzuckermasse an. Also die Puderzuckerkleister, ist immer eingefärbt. Nee, nicht nur für mich, wird ein bisschen was. Gib mal ein bisschen. Was ist die Maßnahme? Umfüllen in die Tülle hier, oder was? Ja, also hier mal von Tuba so eine Tülle. Und das zackst du dir jetzt ein bisschen ab. Ja, das wird jetzt blue. Eigentlich rosa, aber ich habe blau noch offen. Man muss jetzt nicht ein neues aufmachen. Oder soll ich doch rosa nehmen? Passt schon besser. Das ist alles eine Frage der Präferenz. Der Harrison, wie er guckt. Das ist schon fertig. Das war jetzt bei mir mit bei, aber wir haben hier noch solche Dinger für den Dommer von Tuper. Tuper? Ach nee, guck mal, ich habe sogar zwei. Das ist so für das Rosa wahrscheinlich. Und da kannst du dir gerne etwas reinmachen. Naja, für meine Füße. Kann man direkt wegschmeißen, so wie es ist. Bringt nicht so verklebt. Meinst du, die anderen Tüten verkleben jetzt? Nein, weil ich hätte das so rumschlagen müssen, wie immer. Aber du hast mich ein bisschen nervös gemacht mit deiner Kameraverfolgung hier. Ist hier, wie heißt das? Lampenfieber vor der Kamera. Doch ein bisschen zu dick ist. Okay. Gucken wir mal, kann man da ganz kreativ vorgehen oder gibt es hier eine Bauanleitung? Es gibt auch eine Bauanleitung. Muss ich mich woanders hinsetzen oder sieht man das? Je nachdem, willst du im Bildausschnitt sein? Willst du gesehen werden? Willst du irgendwas? Damit zu tun, ob ich gesehen werde. Ich will, dass man sieht, was ich hier mache. Sieht man das? Ja, das sieht man. So, ich starte mit dem Rosa-Häuschen. Ist das die Bodenplatte? Aber wir sollten uns vielleicht einen Teller nehmen, wo wir das brauchen. Ich dreh dich mal um. Harrison guckt gleich, ob es was zu essen. Dabei fällt nur Kunststoff auf den Boden. So, das ist die. Nee, da haben wir hier wahrscheinlich genau hinten und vorne die Tür, beziehungsweise. Das ist die Bodenplatte. Ach, was habe ich denn heute für einen Sprachfehler? Also bei mir wird es anders gemacht. Bei mir wird erstmal angemalt. Ja, weil ich wahrscheinlich mehr zu malen habe wie du. Aber visualisiere. Also das soll quasi so gemacht werden. Was ist denn hier die schmale Seite? Okay, das ist die schmale Seite und die muss nach unten. Und dann machen wir das Ganze so. Membrane, ist das so richtig? Ah, okay, die andere muss man dann ausschneiden. Ausschneiden, Quatsch. Santa Maria Lucia. Also, aber wieso vergessen wir das jedes Jahr, das zu machen? Weil du nie Bock hast. Nee, ich hab. Das war die ganze Zeit im Schrank, ne? Deswegen hat man. Soll ich jetzt alles hier präsent stellen? Ah ja, Teamwork, weg so mäßig. Ich kann ja nicht. Hast du ein Messer? Nee, ne? Aber mit der Schere kann ich es doch ausschneiden. Messer nehmen, also. Wieso? Das geht doch auch so, oder? Ja. Optimal. Kann man das essen überhaupt? Ja, das Lebkuchen. Also ich muss sagen, das Einzige an den Sets finde ich, dass man diesen Zuckerguss da selber machen muss. Ja, aber ja. Sollen sie dir jetzt Uhu mitliefern oder was? Ja, so ein Zuckerkleber oder so gibt's ja auch. Oh, das sollte eine Tür werden. Du hast jetzt gedacht, du kannst... Ich hab's kaputt gemacht jetzt. Ja, eigentlich. Ich hab gedacht, ich mach das hier ganz schlau und streicht es. Aber ob das so eine geile Idee war, I don't know. Bratte, wieso passt das nicht? Achso, das kann ja gar nicht passen, wenn man das so macht. Weil die Kanten müssen nach innen. Ist halt egal. Es ist so gewollt. Hast du was als Kind mal gemacht? Ach, woher? Ich auch nicht. Bitteschön, Dankeschön, kommen Sie wieder.
Was für Bastelstunde? Ich glaube, es gab sowas gar nicht, wo wir klein waren, oder? War das selten, nicht so wie heute. Haben wir irgendwas, was ich hier oben drüber legen kann? Die Brezeln sind Speyerer Erfindung. Ja, natürlich. Nur Gutes kommt aus Speyer. Wie heißt dieser bekannte Brezelbäcker bei euch? Brezel. Beste Käselaugestange, die wo gibt. Oh, du, ich habe noch nie eine gegessen in den ganzen Jahren, wo wir zusammen sind. Ey, wie oft waren wir denn in der Fußgängerzone? Was ist, dass es so gut ist, hast du mir noch nie eine gegessen. Katze. Eine schwarze Katze. Ja, hat sich schon ergeben. Und also nicht innen, sondern hier außen. Also muss ich erst diese da. Nee, jetzt kann ich erstmal die Boden, was weiß ich, den Boden legen. Ich vergesse. Ordentlich gleich da erstmal drauf. Du bist gut drauf heil. Tä. Ah! Scheiße! Nein! Das ist nicht die Tür, das ist. So, jetzt hinten. Doch die Zähne wieder nee, aus. Nee, probier mal, nehme ich eben nicht. Crunchy! Ganz schön crunchy, Alter, hier. Genau, Harrison. Was frisst der Alte ohne dich? So, jetzt kommt bei mir, guck mal, bei mir gibt's noch Zuckerwatte, Schnee. Übertreib doch einfach, Streber, die Fleißpunkte hier am Abendtisch. Und dann gibt's bei mir noch so ein Lolli. Ach, Schatz, das sieht echt... Einmal von mir, ist es halt wunderbar. Also, ist es halt wunderbar. Das ist wie Werken in der letzten Stunde. Kein also, Bock. Das hätte schöner machen können. Aber, guck mal. Zeig mal deine. Wow, mit einem Lollipop. Alright. My happy sprinkles. Ja, was soll ich sagen, Kinder? Die Podcast-Gear ist aufgestellt. Podcast, wie meint ihr das? Ja, wir versuchen uns da an einem neuen Thema. Selber konsumieren wir relativ viele Podcasts. Und irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, oder wir vielmehr, da die immer so viel talken, sie und die Shalima, oder auch die Jessie, warum nehmen wir das alles nicht mal auf? Also, let's go, oder? So, hier ist Delinquent Nummer 1, Delinquent Nummer 2. Fühlst du dich gar nicht wohl, ne, in deiner Position? Wir. Du, mit Kopfhörer, so ein komisches Mikrofon vor der Gosch. Nö, es geht. Gehen? Ja. Man sitzt da oben um den Podcast, ich kümmere mich ums Essen. Genau, jetzt wird hier in der Cucina lecker gekocht. Toi, toi, toi!